Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier gerade bei der Schmiede in Atlantis und haben uns im letzten Part unsere erste Waffe geschmiedet. Nämlich den Streitkolben hier, obwohl ich eigentlich lieber ein Schwert hätte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Waffenauswahl ist da nicht so schön. Ich hätte lieber was ganz anderes gehabt. So, dann wollten wir mit diesem Bereich hier weitermachen und hier haben wir eine Quest noch. Erstmal Aussichtspunkt würde ich sagen und dann mal gucken, was wir noch alles vorfinden. Ja. Ich hab mal grob reingeguckt. Wir haben schon relativ viel gemacht, aber das DLC ist noch nicht vorbei. Also wir müssen noch gefühlt die halbe Welt erkunden. Aber wir haben ja schon den ersten Wissensstand. Was schon mal ganz gut ist. Der zweite ist, glaube ich, nur für irgendeinen. Der zweite ist wahrscheinlich normal, aber der dritte ist nur für irgendeinen. Meine Fresse. Kann ich irgendwo hochporten? Ich glaube, es ist fast schnell, wenn ich von. Ne, das war falsch. Das war ein Aussichtspunkt, da möchte ich ja nämlich nicht auf die schwingen, so. Ja, der zweite ist noch relevant und der dritte ist halt nur für einen Nebenquest am Ende, also der ist halt komplett irrelevant. Also ist für ein Gebiet und das Gebiet soll man irgendwie erst machen. Das soll man erst ganz am Ende machen. Auf jeden Fall, gibt es noch einiges zu tun. So, wir wollen nach da vorne. Irgendwie war das hier oben drauf landen. Ja, Cassandra, rutscht einfach nicht runter. Wieso, das ist ja eine perfekte Position zum Rutschen. So, sehen wir was mit Ikaros? Nö. Hätte ja sein können, dass hier oben noch welche Tafeln oder sowas sind. Die suche ich ja alle noch. Ach ja, und wir haben auch sehr viel am mit Vorlesen jetzt in diesem DLC. Finde ich natürlich super, weil ich so gern vorlese. So, wir müssen jetzt, glaube ich, hier runter und dann wieder am Ende hoch. Und ich weiß immer nicht, ob ich aber im Domus von Atlas oder Doma vom Atlas irgendwas noch machen muss, weil der ist ja noch weiß, aber der hat irgendwie keine Punkte. Oh, da sind Iso und Mensch zusammen. Interessant. Da ich gleich vorher noch nie aktiv drauf geachtet. Okay, wir müssen hier rauf. Turm der Weisheit. Erinnere mich so ein bisschen an die Dinge aus dem Hades, noch nicht so kaputt. Die Hades-Türme sahen, glaube ich, sehr ähnlich aus. Also die Tore um Hades besser gesagt. Ich hätte gerne Hades getötet, aber ich durfte nicht. Okay, da hinten ist es auch schon wieder so dunkel, also dieser grüne Nebel, ich habe keine Ahnung, da ja auch. Sind das immer die tieferen, die so einen dunklen Nebel haben? Haben die irgendeinen besonderen Sinn? Okay, das hier. Okay, hier ist schon die erste Zweierwand, die wir nicht machen können, weil wir noch nicht die höhere Stufe haben. Ist natürlich schade. Ich kann trotzdem mal erstmal alles markieren. Was ich so finde, könnte sein, dass hier außerhalb noch was ist. Was ist hier? Na klar. Ich hasse es so, dass das Spiel mich irgendwas markieren lässt, was es nicht gibt. Okay, da ist eine Kiste. Da ist ein Astraker. Eins fehlt uns ja noch. Also das hier wird dann der zweite Ort sein. Also der zweite Ort. Da ist noch eine Kiste. Da ist nochmal Wissen. Da ist auch noch ein Ort. Was haben wir denn hier alles an Orten? Wir haben... Da ist Ikaros. Gut, dass es den da gibt. Das ist der zweite, wo wir nicht hinkommen. Hier ist dann das Ostraka und die Schätze. Und ich würde sagen, gehen wir erstmal Richtung... Quest. Kann ich hier schon mal vorbeilaufen? Damit wir schon auf der Karte haben und sehen, dass es ein Zweierding. Das Tinier-Archiv. Wir wissen Stufe 2. Aber so, gefühlt kriegen wir noch keine neuen Erkenntnisse der Hüterin, oder? Oder kriege ich die noch? Aber kann sein, dass die einfach nicht am Anfang sind, aber Posamanta, hier im Tempel sind die. Okay. Ich habe von der Quest habe ich auch gelesen. Also in Träumen, sag mir mal. Sagen, was das mit all dem auf sich hatte? Eigentlich nicht, ne? Nein. Ich komme. Ficastes! Du kannst das alles aufklären. Mein Name ist Lyra und du bist. Du!
Du hast schon so vielen geholfen. Nein. Du bist großartig und wunderbar und mächtig und du bist hier. Ich habe nicht so viel geholfen. Das ist aber sehr nett von dir. Danke. Nett von dir. Du verdienst jedes Lob und noch mehr. Sie nannten dich Mörderin. Du siehst nicht. Eigentlich haben die nichts gesagt. Sie sind einfach kaltblütig ermordet. Sie glauben, ich wäre schuld an dem, was dieser armen Familie zugestoßen ist. Es sei wie bei den anderen Morden, aber so etwas könnte ich nicht. Ich schwöre es. Bitte entlaste mich. Okay, wo warst du, als passierte? Wo warst du, als die Familie ermordet wurde? Wenn es letzte Nacht geschah, wie Sie sagen, war ich hier und versuchte zu schlafen. Obwohl ich in letzter Zeit unruhig schlafe und schlecht träume. Es ist immer derselbe Traum, wieder und wieder. Und warst du allein? Nun ja, ich bin immer so müde, da blieb ich daheim und allein. Hm. Du erwähntest weitere Morde. Du hast noch etwas von weiteren Morden erwähnt. Es war das dritte Mal. Ich verstehe nur nicht, warum sie mich dafür verantwortlich machen. Ich könnte so etwas niemals tun. Okay, ich finde raus, dass mit der Problem passiert ist. Was passiert ist. Sag mir nur, wo der Angriff stattfand. Die Straße runter, nicht weit von hier. Vielleicht solltest du dich besser verstecken, bis ich zurückkomme. Oh, gute Idee. Danke. Du bist wirklich eine große Dikastes. Ja, so bist du mich auch nicht. Okay, nur die Straße runter, 250 Meter knapp weg. Gut. Das würde ich nicht sagen, einfach nur die Straße runter. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal diesen Ort hier. Das ist auch wahrscheinlich eine Doma, oder? Nee, dürfte eigentlich nicht sein, weil Doma müsste ja einen Befehlshaber haben. Hm. Atlantis sieht aber schön aus. Ich mag das Helle hier. Ich mag, dass wir hier nicht hoch können. Gibt doch nichts Schönes, jetzt nicht hochlaufen zu können. Ach doch, das ist ein Doma. Aber dann hat die keinen. Ja. Doch, Befehlshaber. Hier ist gar keiner. Oder doch. Also, den hätte ich doch vorher schon auch gesehen. Okay, da ist eine Waffenkiste. Und da sind Leute. Die sind immer Waffenkisten. Die sind ja relativ irrelevant für uns. Ist hier ein Koloss? Ich hoffe, nein. Ah, okay, das sind nicht, ich muss ausweichen, die ganzen Nahkampfschaden. Bunk. Bunk. Und Bunk. Oh nein, Bunk. Memnon. Ich glaube, ich kenne deinen Bruder Agamemnon. Bunk. Au. Au. Ich muss sagen, gegen die komme ich besser mit Schwertern klar. Ich habe es, glaube ich, alle angelockt. Au. So, erstmal das hier benutzen, um ein bisschen Leben aufzuladen. Au, au. Ich hasse es, wenn die einfach alles zubomben. Jetzt vielleicht stealthen soll. Ich dachte aber eigentlich, ich jeet den rein, benutze den anderen, um zweimal zwischen den her zu springen. Keiner sieht mich, ich töte beide. Hat nicht ganz geklappt, habe ich gemerkt. Sehe ich ein. So, hier ist aber nichts weiteres. Das ist. Okay. Was haben wir hier Schönes? Gedenken. Gedanken zu Euermon.
Adelshistoriker, 9. Zyklus. An Euermanns Wand hing der Kopf eines heulenden Tieres. Er nannte es einen Wolf. Doch ich hatte noch nie etwas Ähnliches gesehen. Eine neue Schöpfung vielleicht? Ja, wahrscheinlich. Wenn du es noch nicht kanntest. Ja, das hätte man sich auch sparen können. Zehn ISO-Wissen. Wichtig. Nochmal Loot. Brustplatte der ersten Zivilisation. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ostraka. Hier. Eukos von Atlantis. Wie eine vergessene Kreatur verbirgt sich ein verlassenes Gemäuer unter einer Brücke und verborgen wird es bleiben, denn die Bäume und Pflanzen bieten ihm die natürlichste aller Tarnung. Unter einer Brücke? Mit. Also eine Brücke, Bäume. Okay. Gibt ja zum Glück nicht viele Brücken hier. Das könnte hinter so einer Wand sein, tatsächlich. Ich glaube nicht, dass sie direkt hier ist, aber. Ja. Hätte theoretisch sein können. Das sieht auch irgendwie relevant aus. Aber. Anscheinend nicht so relevant, dass ich irgendwas tun könnte. Ne. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Werde ich wahrscheinlich auch googeln müssen. Ich kann mal gucken, ob es hier hinten vielleicht ist. Also das wäre eine natürliche Tarnung und versteckt unter der Brücke. Aber steht nicht unter Wasser oder einfach nur unter einer Brücke. Und das ist ja auch nicht wirklich unter einer Brücke. Keine Ahnung, also ich finde diese Rätsel nicht so gut gemacht hier. Im Hades, okay, da habe ich die halt gut, relativ gut gefunden. Da muss ich glaube ich eins oder zwei nachgucken. Aber hier ist einfach so, was könnte überall sein? Okay, befestigte Doma des Menesseas. Das ist das, wo wir glaube ich in der Quest irgendwie hin sollen, weil das eine Dreiertür ist. Dann haben wir hier nochmal was. Aber erstmal gucken wir uns die Leutchen hier an. Ein ISO und dann zwei. Hat jemand hier in der Umgebung gesehen, was passiert ist? Ah, die große Dicastes. Was verschafft mir die Ehre deines Besuchs? Ich wollte gucken, was es los ist. Es geht um den Angriff, der sich letzte Nacht zugetragen hat. Ah, natürlich. Ich dachte, die Sache wäre bereits geregelt worden. Anscheinend ja nicht, ne? Meinst du die Menge, die diese Frau bedrängt hat? Ich habe genug gesagt. Hilf mir mal so schnappen. Ich verstehe dein Zögern, aber ich versuche der Sache auf den Grund zu gehen. Ich sorge dafür, dass wer oder was auch immer verantwortlich ist, bestraft wird. Du hast die Schuldige bereits getroffen. Lyra, du stimmst der Menge zu. Aber natürlich. Schließlich habe ich ihnen gesagt, dass sie es war. Ich sah sie letzte Nacht voller Blut und wie im Rausch. Es war dunkel. Woher weißt du, dass sie es war? Ich weiß, was ich sah. Okay, und woher? Geht es um die Vorfälle von letzter Nacht? Ja. Woher weißt du das? Alle reden von nichts anderem. Und wenn du als Dicastes hier bist, dann gehst du der Sache sicher nach. Wenn du etwas gesehen oder gehört hast, muss ich es wissen. Ich habe es aus der Ferne gesehen und gehört. Dieses Heulen werde ich nie vergessen. War es ein Wolf? Wohl eher eine Bestie. Wenn du sie siehst, lauf. Ich pass schon auf. Blutige Fußspuren, die aus dem Haus führen. Wer sie auch ermordete, ging hier entlang. Das sind keine Stichwunden. Das waren Krallen. Ein Werwolf? Dieses blutige Stück Stoff passt nicht zu der Kleidung von Mutter oder Tochter. Also muss es vom Mörder stammen. Ich sollte Lyra von meinen Funden berichten. Die zufällig hier oben ist, Dago. Hallo Lyra. Und? Hast du herausgefunden, was passiert ist? Die Beweise, die ich fand, widersprechen sich. Inwiefern? Es gibt zwei Augenzeugen. Eine Frau hörte einen Wolf heulen, aber ein Mann sagte, er habe dich gesehen, wie du blutüberströmt das Haus verlassen hast. Er lügt! Oder irrt sich. Es war dunkel, also hätte es jeder sein können. Außerdem wurden ihnen die tödlichen Verletzungen nicht mit einer Waffe zugefügt. Womit sonst? Die Wunden lassen eindeutig auf Krallen schließen. Und dann war da noch dieses Stück Stoff. Es passt zu keinem Kleidungsstück der Hausbewohner. Das
Das ist meins. Wie gelangt es dorthin? Jemand will mir die Schuld in die Schuhe schieben. Sag mir die Wahrheit, die Castes. Du? Tu nicht so. Du warst es. Das kann nicht dein Ernst sein. Was ist mit den Wunden? Ich habe keine Krallen. Die Wunden könnten auch von hungrigen Tieren stammen, die die Leichen gewittert haben. Aber das Heulen! Das bedeutet nur, dass ein Wolf in der Nähe war. Aber du solltest doch meine Unschuld beweisen. Weißt du, was sie mit Leuten tun, die Menschen ermordet haben? Sie schicken sie in die Arena. Das lasse ich nicht zu. Ich muss sie aufhalten, bevor sie noch jemanden verletzt. Ich würde erwarten, dass sie sich in Wolf verwandelt. Okay, hier sind Polyrophos Gärten. Ich hoffe, hier sind nur Waffenkisten. Weil die kann ich ja getrost ignorieren. Außer ich bin sowieso gerade da. Wolf. Warum ist da nur ein riesiger Wolf? Vielleicht hat sie sich verwandelt in einen Wolf. Ich weiß nicht, was mit dem Crit funktioniert hätte. Armer Doggo. Oh. Und er hat das Diadem von Lyra auf. Also, ja, war's sie. So, was habe ich mit dem Werbe auch gelesen? Ich wusste nicht, dass es die Quest ist. Schon Ähnliches. Ein Minotauros, ein Kyklop, eine Gorgone. Sie waren alle Menschen besessen von mächtigen Iso-Instrumenten. Der einzige Weg, um sie aufzuhalten, war sie zu töten. Aber du hast dich zurückverwandelt. Du bist irgendwie anders. Ich weiß nicht, wie ich hierher kam. Oder warum? Vielleicht wusste diese Seite von dir, dass du geschnappt wirst. Vielleicht dachte sie, hierher zu kommen wäre ihre einzige Chance. Diese Seite von mir. In letzter Zeit träumte ich oft, ich wäre in einem hellen Raum gefesselt. Mein ganzer Körper schmerzte. Langsam glaube ich, dass das wirklich passiert ist. Dann habe ich sie getötet. Ich erinnere mich nicht, aber ich war's. Oder? Ja. Wenn du wüsstest, dass du andere verletzen wirst und es nie unter Kontrolle hast, nie aufhören kannst, würdest du? Würde ich was? Springen? Ja. Wir können einfach dann einen Red mal abnehmen und gucken, ob es vielleicht das ist. Ich würde nie springen, ich wüsste nicht, was mit Wenn ich die Kontrolle über mich verlieren würde, ohne Hoffnung, sie wieder zu erlangen, wüsste ich nicht, was ich tun soll. Dachte ich mir. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn ich schon sterben muss, dann will ich selbst entscheiden, wann. Du musst das nicht tun. Die Entscheidung ist gefallen. Nach allem, was ich getan habe und vermutlich wieder tun werde, kann ich nicht weiterleben. Hab Dank für alles. Bunk. Ich habe einfach zwei random Leute getötet, nur um ihr zu helfen, dafür, dass sie sich auch umbringt. Was ihr auch angetan hat, ist nicht ihre Schuld. Dann können sie mal weggehen. Damit sie keiner findet. Und weggehen. Tschüss, Lyra. Ein bisschen unhöflich sein muss man auch mal. So, wir haben jetzt
den Teil, soweit es geht, fertig. Wir brauchen ja noch Stufe 2, die wir aktuell noch nicht haben. Dann haben wir noch den und den. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mit dem nächsten Part weiter. ISO-Technologie kann und wird jeden verändern, der nicht stark genug ist, sie zu kontrollieren. Das erklärt auch deine Aggression, Layla. Layla. Ich bin ich. Und ich bin nicht zu schwach, wie du denkst. So. Garten der Bentisikema oder so? Da war ich gerade nicht schnell gelesen. Ich wollte gerade schon sagen, Kassan, da möchtest du auch hinspringen. Aber ich würde sagen, wie wir hier das erkunden, sehen wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.